Hallo, ich bin die Hani. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und für alle Zuschauer, die mich schon länger verfolgen und mich vielleicht gerne gucken, ne, der ein oder andere, herzlich willkommen, dass du wieder zu mir zurückgefunden hast auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Und zwar den Rituals Adventskalender. The Ritual of Advent Countdown to Christmas. Ja, das ist der kleine. Es gibt zwei, ne? Einmal dieses Dorf. Und einmal dieser Hausfront ist auch schön, ne? Finde ich auch richtig schön. Letztes Jahr waren die in Rot, dieses Jahr sind sie so in Gold gehalten. Ja, da hatte ich den Kalender für mich gehabt zum Unboxen. Ich sehe gerade, ihr seht mein, so, ist in Ordnung hier in dem Video. Mensch, Hani, ey, das ist aus hier bei dir. So, und ja, zum Unboxen, genau, nicht zum Unboxen. Und dieses Jahr habe ich mir das Dorf für mich bestellt, ne? Was ich jeden Tag für mich zum Überraschen aufmachen möchte, dieses Jahr genau. Und ja, möchtest du noch mehr Adventskalender-Unboxings von mir sehen und auch andere Geschichten, die ich hier noch so treibe? Ich würde mich richtig über ein Abo freuen, ne? Das seht ihr bestimmt hier so oder da so. Und Glöckchen nicht vergessen anzumachen, bei Instagram bin ich auch. Das siehst du auf der Seite, ne? Da oben steht's. Oder unten findet ihr auch nochmal einen Link. Unten sind noch ganz viele andere Links. Ja. Und Rituals. Ich liebe Rituals. Meine absolute Lieblingsmarke. Mein absoluter Lieblingsduft ist The Rituals of Ayurveda. Das ist mein absoluter Lieblingsduft. Fahre ich voll drauf ab, ne? Also, den mag ich total von Rituals. Hier hat man überwiegend in die Kalender mal Duschen drinne. Cremes, Handcremes, Körpercremes, Kerzen haben wir auch immer hier mit drin. Und mal gucken, was noch so drin ist. Ne? Die haben auch Gesichtspflege, aber sowas haben die ganz selten in den Kalendern. Ne? Ich weiß gar nicht, in den großen Kalender. Hier sind mehr oder weniger Proben drin, also kleinere Größen. Und in den größeren hat man dann doch mal die eine oder andere Originalgröße. Manchmal hat man auch ein oder zwei Originalgrößen drin. Ne? Ja, und ich würde sagen, wir gucken einmal, was ich ein bisschen erschreckend finde. Manche haben hier so ganz schmale Türchen. Das sieht so aus, als wenn da so Mascara oder so drin ist oder ein Lippenstift oder so. Ich bin gespannt. Habe ich noch ein paar Fakten zu sagen? Was er gekostet hat, das siehst du mal hier irgendwo. Oder ich habe nämlich gemerkt, wenn ich es immer zeige hier, muss ich das auch hier einblenden. Und dann habe ich immer den Preis im Gesicht. Also, das blende ich mal hier so ein, was der gekostet hat. Ne? So, genau. Und ja, hat seinen stolzen Preis, ne? Genauso wie der große. Ich würde sagen, wir fangen dann jetzt mal an. Ich habe auch schon Werkzeug geliehen, falls ich die Produkte nicht rausbekomme. Wir nehmen jetzt die 1, ist ja klar, wir fangen ja auch mit der 1 an. Ne? Und naja, die Türchen gehen, er ist sehr stabil. Also man reißt jetzt hier nicht unbedingt was kaputt. Ne? Oh, und dann hat man hier... The first Sunday und dann steht hier ein Spruch dazu, ne? Genau. Pünktlich zum ersten Advent, weil der erste Advent ist ja dieses Jahr Ende November, gibt es denn eine Kerze. Oh, die riecht gut, ne? Das ist so eine, in so einem goldenen Gläschen enthalten, ich bin jetzt nicht, ich habe jetzt den Faden verloren. Und zwar Sweet Jasmin Privat Collection. Ich war eigentlich nicht ganz so begeistert von den Kerzen, weil man muss die Kerzen durchgehend brennen lassen. Wenn ihr die zwischendurch ausmacht, wenn ihr die zwischendurch ausmacht und ihr wieder anmachen wollt, brennen die nicht mehr. Ja, irgendwie komisch. Also wenn wirklich, wenn ihr mal einen Sonntag zu Hause seid, von früh an die Kerze anmachen, ne? Und dann ist die den ganzen Tag runtergebrannt, weil so viel ist hier nicht drin. Also die müsste nach einem Tag müsste die runtergebrannt sein. Aber die riecht gut. Ja, sie riecht auch süß. Sweet, sagt ja schon alles, ne? Ja, ich stelle das erstmal alles wieder hier so rein. So, ja, dann habt ihr das nochmal so ein bisschen im Blick, weil hier in mein breites Kreuz verdeckt ja alles, da seht ihr das ja nicht. Ja, wie gesagt, durchgehend brennen lassen. Ich weiß, in der 2... da ist auch wieder so ein Spruch, ne? Aber die lese ich euch jetzt nicht vor. Ich weiß jetzt auch wieder, was immer in den Schmalen drin war. Genau, da hat man denn mal so ein Body Mist drin oder so ein Kissenspray, ne? Das ist jetzt The Ritual of Sakura, das Flourishing Hair and Body Mist. Cherry Blossom, 20 ml. Oh,
Ja, das reicht für dreimal Körper einsprühen und fertig. Oh, das riecht so. Oh, das riecht ja toll. Oh ja. Oh, das riecht gut, Leute. Oh, richtig gut. Das macht man eigentlich, tut man sich nicht wie so ein Parfüm, sondern das verreibt man sich auf dem Körper, ne? Ja. Aber für die Haare, das würde ich jetzt nicht unbedingt für die Haare nehmen. Ich würde es einfach nur meinem Körper nehmen. Und das riecht extrem süß. Und Denn in der 3 befindet sich The Ritual of Mare to Face Bathöl. Sweet Orange, Orange, Orange. Sweet Orange. Schon wieder sagen. Sorry. Und Cedarwood. Wood. Ja. Sorry, Leute. Es ist Freitagabend. Ich habe eine Arbeitswoche hinter mir. Der kann ja schon mal vorkommen, ne? Dass man so. So, 50 Milliliter, ein kleines. Okay, The Ritual of Mare ist irgendwie eine neue Sorte. Ja, das muss irgendwie neu sein. Hatten wir jetzt in diversen Beautyboxen Duschgel und sowas mal mit drin gehabt, ne? Das ist eine, man soll das, hier steht es auch auf Deutsch, halt, Hani, reichhaltige 2 Phasen Körpercreme und Badeöl. Und Körpercreme und Badeöl? Wie soll das denn funktionieren? Und Badeöl. Zum Mischen, was? Zum Mischen der Phasen vor der Verwendung gut schütteln. Also ich kann mich damit eincremen und das ist auch wie so ein Badeöl. Verstehe ich jetzt nicht. Das ist ja echt eigenartig. The Ritual of Mare, muss ich sagen, ist jetzt nicht unbedingt so meine Lieblingssorte, sage ich mal. Aber wenn man das auch als Badeöl nehmen kann, werde ich das dann wohl auch als Badeöl verwenden. Wird für 2 Bäder reichen. 2, 3 Bäder. Ne? Ja, wie gesagt. Die Produkte kriegt man jetzt nicht wirklich so ganz einfach. Also ich muss den Kalender jetzt mal runternehmen. Hier kommt sowieso ein Duft raus. Oh, da haben wir Serendipity. Serendipity. Was ist das denn? Das sieht aus, als wenn das für einen Mann ist, ne? Opulent Foaming Shower Gel. Sacred Oils Elixir. Ja. Ein Duschgel. Ich finde, das riecht sehr. Ja, ist das mehr für einen Mann gemacht? Aber vielleicht ist es auch Unisex, ne? Aber ja, das kenne ich gar nicht. Was soll das denn sein? Haben wir 50 Milliliter? Okay. Steht auch nicht weiter oben. Ja. Ja, okay. Aber hier steht auch nicht direkt, dass es von Rituals ist, ne? Ja. Haben wir sowas jetzt auch mal hier mit drinne? Ich muss bloß noch mal gucken, was das für Mann oder Frau, weil ich glaube, hier hat man auch Produkte so für einen Mann drin. Aber die eigentlich zum zweiten Advent haben wir. Oh, die riecht gut. Oh, die ist ja toll. Die riecht besser wie die andere davor. Oh, jetzt habe ich voll in die Kerze reingetitscht. Imperial Rose. Oh, die riecht wirklich gut, ne? Oh. Dieses Jahr finde ich das schöner, dass das so ein goldene Gläschen drin ist. Letztes Jahr waren die in so schwarze Gläschen. Fand ich nicht so schön, aber das ist schön. Und die riecht gut. Oh, die riecht gut. Das ist ein richtig geiler. Genau, haben wir nämlich Sugar Love Sparkling Body Mist. The Ritual of Holy. Genau, von Ritual. Flamingo Power and Pink Grapefruit. Oh, geil. Probieren wir aus. Haben wir auch wieder bloß 20 Milliliter. Sind halt schöne Reisegrößen, ne? Wenn man jetzt mal wegfährt oder so für nächstes Jahr im Urlaub. Weil es sind, oh Gottes Willen, das riecht ja mega. Ist das jetzt eine tolle 6? Da hätte man mal so eine Originalgröße reinhauen können, ne? Aber ist okay. Aber das riecht gut. Richtig geil. Gefällt mir. Der Duft gefällt mir. Muss ich wirklich sagen. Also wie gesagt, das sind jetzt keine Winterdüfte auf Weihnachten oder Winter abgestimmt, sondern das sind halt so Düfte, die man das ganze Jahr nehmen kann. Ne? Und so ein Body Mist nächstes Jahr im Sommer, denn schön nach dem Duschen früh.
Und dann riecht man schön frisch. Habe ich dieses Jahr auch gemacht, ne? Immer früh duschen gegangen im Sommer, weil im Winter gehe ich nur abends, aber im Sommer gehe ich früh und abends. Und dann danach schon mit dem Body Mist. Und das hat dann lange angehalten auf dem Körper, ne? Und du riechst dann halt richtig lange frisch, weil wir schwitzen nun mal auf Arbeit richtig doll. Nach einem halben Tag lässt es halt nach, aber du bist dann erstmal für eine Weile frisch gehalten, ne? So, gut. Dann kommen wir jetzt zur 7. Anti-Aging Serum. Ah, guck mal, wir haben hier doch Gesichtspflege mit drin. Saffron Flower and Holy Lotus. Das ist ein Anti-Aging Super Serum für strahlende Haut. Ey, da haben wir doch Gesichtspflege mal mit drin. Oh, geil. Ich habe ja mir von Hallo. Jetzt. Ich glaube, das ist auch wieder zu hell. Ich muss noch mal schnell. Ne? Ich und mein Ringlicht, sag's euch. Schön, so schön, wie es ist, aber ja, jetzt. So, kleine Größe. 10 Milliliter. Ich habe nämlich von Rituals mir damals hier die Glossy Box, The Rituals Glossy Box, und da war auch Gesichtspflegeprodukte drin. Bin ich jetzt so langsam so dran, das auszuprobieren. Ich muss mal gucken, ob ich dieses schon in groß da habe in meiner Rituals Glossy Box. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Wenn ich es da habe, wird das weiter wandern. Da werde ich das mal weitergeben. Und wenn nicht, probiere ich das auch mal aus. Ne? Da muss ich dann noch mal gucken, weil ich brauche das denn. Wenn ich es in Originalgröße habe, brauche ich es denn nicht noch mal. Ne? Momentan habe ich von Rituals die Augencreme-Anwendung, die in dieser Box mit war. Ja, die ist okay. Ne? The Ritual of Hammam, a purifying Quasi-Zeremonie for Body and Soul. Okay, Nourishing, ein Shampoo mit Arganöl und Shiitake. 50 Milliliter, ein Shampoo. Okay, ne? Pflegendes Shampoo. Ich bin gespannt, das riecht sehr, muss ich sagen. Es ist, ja. Oh ja, es riecht sehr frisch. Ich finde, es riecht schon ein bisschen fast mentholig. Aber okay, von Rituals. Letztes Jahr hatten sie doch kein Shampoo drin gehabt, oder? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube nicht. Aber ich probiere mal von Rituals das Shampoo aus. Doch, finde ich gut. Freuen wir uns. So, nochmal, The Ritual of Hammam. Ach, natürlich haben wir jetzt auch den mit Arganöl und Shiitake den Conditioner dazu. Natürlich, wenn wir schon das Shampoo haben, muss auch der Conditioner dazu, ne? Ja, Conditioner mache ich immer so, das riecht genauso. Mache ich immer so, lasse ich kurz einwirken und dann wird es gespült, ne? Meist, ich mache immer mehr ab den Längen in den Haarspitzen rein. Manchmal mache ich mir den Rest, tue ich mir hier oben, aber mal schnell ein bisschen meine Haare richten hier halt. So, und aber nicht zu viel. Sonst sieht es denn aus, als wenn ihr fettige Haare habt, denn ne? Nachher darf man nicht zu viel. The Ritual of Samurai. Gourmet to Perfection. Guck mal, haben wir wieder eine Anti-Age-Creme. Auf Natural Origin. 98% auf Natural Origin Face Cream. Energy and Anti-Age. Mit Sencha und Ginseng. 20 Milliliter. Haben wir wieder eine Gesichtscreme, Leute. Okay. Also das andere ist ein Serum und das ist ein Creme. Ich habe vorhin noch gesagt, sowas werden wir hier drinnen nicht finden. Aber doch, dieses Jahr schon. Okay. Na? Ja, Anti-Aging-Creme. Ja, ich bin gespannt. Zahl die 11. Guck mal, das ist wirklich ganz klein. Haben wir von The Ritual of Sakura Soba Rice Milk and Cherry Blossom. War letztes Jahr auch schon mit drin. Eine Seife. Und die ist wirklich toll. Ne? Die bleibt auch bei mir. Die kommt dann in meine Seifenschale. Oh, die riecht schon so gut. Oh, ich mag diese Seife. Ne? Also, ich habe nichts dagegen. So eine kleine viereckige. Oh. Schmeiß weg, Hani. Ich habe nichts dagegen, ne? Und hier unten ist dann Ritual einge. Oh, die riecht so toll. Eingestanzt. Ich habe nichts dagegen, Handseife zu benutzen, ne? Und dann
Ich hab halt immer noch eine Flüssigseife stehen, weil es benutzt nicht jeder Handseife. In der 12 haben wir wieder eine Kerze. Ist ja dritter Advent und es ist Halbzeit. Halbzeit. Auris Mimosa soll nach Auris Mimosa riechen. Okay, was auch immer Auris Mimosa ist, ich habe keine Ahnung. Aber die riecht gut. Die hat wieder so einen zarten Duft. Aber die in der 2 riecht wirklich bis jetzt am besten, muss ich sagen. Also die begeistert mich am besten von Duft her, ne? So, dann kommen wir zur... Oh, die 13 haben wir gleich direkt daneben. The Ritual of Karma. Showergel. Holy Lotus and Organic White Tea. Ein Showergel, ein kleines. 30 Milliliter. Oh ja, die sind auch toll, ne? War das das letztes Jahr auch schon mit drin? Ich weiß nicht. Aber schön für unterwegs, muss ich sagen, wenn man mal ein paar Tage, machen die sich gut in der Reise Beauty Bag, ne? Hat die auch schon mit. Und ich mag den Duft, der ist auch recht angenehm. In der 14 nur noch 10 Tage bis Heiligabend haben wir ein Peelinghandschuh. Ja, habe ich jetzt schon da. Der ist schon rot, ne? Ich werde noch einen aufheben. Einen habe ich noch da. Den hatte ich, in welchem Kalender waren der mit drin? Ich weiß es nicht mehr so genau. Den werde ich aufheben. Ach, ich glaube, Douglas Adventskalender. Genau, den werde ich aufheben und den werde ich aufheben. Und sollte noch mal woanders irgendwo einer mit drin waren, wird er weiter wandern, ne? Du musst auch jetzt so langsam mal wieder anfangen mit Peeling, ne? Genau, wenn man jetzt, ich benutze so einen Peeling-Handschuh immer noch zusätzlich dazu mit so einem Peeling-Duschgel. Ne, das mache ich noch zusätzlich, genau. Und dann werden die Handschuhe irgendwann dann so, naja, nicht mehr so schön. Dann werden die so ein bisschen süffig und deswegen ist es nicht verkehrt, wenn man dann noch einen zweiten hat, damit der andere dann mal weggeschmissen wird, ne? Ja, und dann tut man sich so schön abpeelen. Aber nur zweimal die Woche mache ich das, ne? Wie gesagt, das mache ich dann immer gerne. Ich müsste jetzt langsam mal wieder anfangen. ja... Okay, die ist jedes Jahr mit drin in dem Kleinen. Na, haben wir eine Nagelfeile. Manche Nagelfeilen sind mehrblättrig, kann man abziehen. Das ist bei denen nicht der Fall. Die beiden Seiten sind gleich. Manchmal hat man eine raue Seite, manchmal hat man eine feinere Seite. Gut, okay, eine Nagelfeile. Mehr brauchen wir dazu nie sagen. Und wir wissen alle, wofür man eine Nagelfeile benutzt. So. Jetzt mal wieder für so ein Deep Pillow Mist fürs Kopfkissen oder so. Ne? The Ritual of Jing Sleep Pillow und Body Mist. Genau, hier haben wir es. Kissen und Körperspray. Ja, genau, da haben wir es wieder. Ne? Kissen und Körperspray. Ich werde das für mein Kissen benutzen. Habe ich letztes Jahr auch schon gemacht. Ich rieche hier, ich gehe sowieso nachher duschen. Ich habe hier unterschiedliche Düfte. Oh. Oh ja, Sacred Wood and Lavender. Ja, na klar, Lavendel, ne? Zum Einschlafen, Lavendel, wissen wir alles, immer gut. Oh ja, so riecht es auch, ne? Aber das ist ein angenehmer Lavendelduft. Also es gibt unangenehme Lavendeldüfte, aber der ist recht angenehm. Und ja, den werde ich hier oben in der 17. Oh, die ist groß, die 17. Oh, was haben wir denn hier drin, ne? Oh, schön. Da haben wir es doch. The Ritual of Karma. Milk Body Scrub Paste Clay and White Tea 70 ml. Hier haben wir endlich das Body Scrub dazu, wo man auch den Handschuh dazu benutzen kann. Ne? Genau. Oh, die sind auch toll. Ich glaube, das ist mein erstes Body Scrub. Ich habe wirklich noch keinen Star. Ich weiß auch nicht, was los ist. Dieses Jahr noch nicht. Aber es geht erstmal richtig los mit Winter. Aber das werde ich auf jeden Fall schon mal nehmen. Das werde ich gleich in meinem Bad stellen. Genau. Mildes Körperpeeling, aber mache ich trotzdem bloß zweimal die Woche. Ne? Das reicht vollkommen zu. Und zudem, bei dem ist es auch so, das war glaube ich letztes Jahr auch schon mal drin, aber eine andere Sorte. Man muss nicht unbedingt noch ein Duschgel nehmen, weil das hinterlässt einen Duft. Weil manche Peelings peelt man ab und die haben dann keinen Duft oder so weiter. Aber das kann man so lassen.
da riecht man dann frisch relativ, ne? Danach, das ist gleich so ein bisschen so, ja, da muss man nicht unbedingt noch einen Dusch gehen. Okay, freue ich mich sehr. Ich glaube, bei mir ist immer so Peeling sonntags und mittwochs. Da ist immer bei mir Peeling-Tag. Gesichtspeeling wie Bodypeeling. Und da werde ich das morgen schon, also mir Sonntag schon mal nehmen. Wir finden sich, wo haben wir wieder was vors Gesicht? Das ist was anderes. Alex von Rituals Elixir Collection Keratin Recovery. Eine Haarmaske mit Keratin und Arganöl, 20 ml. Ja, eine Keratin-Haarmaske soll man 5 Minuten oben lassen und dann soll man die abwaschen. Ja, soll man ein- bis zweimal die Woche machen. Ja, okay. Eine kleine Haarmaske. Ja, da freue ich mich sehr. Da haben wir wirklich nur 20 ml. Die wird schnell aufgebraucht sein. Obwohl bei mir reicht auch so eine kleine Tube. Ich wasche nur zweimal die Woche meine Haare. Und das reicht. Oh, die riecht gut. Die wird bleiben auf jeden Fall. Also, ja. Wisst ihr, was ich auch total feier von Rituals? Die Overnight-Haarmaske. Die ist so toll. Die macht man über Nacht rein. Und dann wäscht man die früh aus, auch mit Shampoo. Die ist toll. Also da wünsche ich mir, dass das vielleicht wahrscheinlich hier nicht mit drin sein wird. Aber vielleicht im großen Adventskalender. Bitte nicht verraten, ich will es nicht wissen. Aber die ist total toll, die Overnight-Haarmaske von Rituals. Also die ist total toll. So, dann kommt... Da ist ja... Der vierte Advent, ne? Es ist, wir befinden uns jetzt in der Weihnachtswoche. Genau, das ist jetzt nämlich die Weihnachtswoche. Oh, die riecht gut. Die riecht auch gut. Oh, die hat so einen richtig schönen Jadewein. Der Geruch Jadewein. Okay, Jadewin, Jadewein. Kenne ich nicht. Weiß ich nicht, was das für ein Geruch sein soll. Aber die riecht auch gut. Oh, da freue ich mich schon. Da freue ich mich schon. Ja, und die sind, glaube ich, auch in dem großen Adventskalender, die Kerzen. Aber ich mache die ja jetzt sowieso schon an. Genau, es ist nämlich langsam schon Kerzenzeit. Dann kommen wir zur 20. Ist relativ groß, die 20. Aha, guck mal, ich glaube, das ist jetzt hier für einen Mann. Ja, das ist für einen Mann. The Ritual of Samurai, Grown to Perfection. Eisschauergel, Organic Bamboo und Japanese Mind. Ja, ich glaube, das ist dieses Duschgel für den Mann. 70 ml. Oh. Nur weil es für dich nicht ist, Hani, brauchst du es nicht wegschmeißen, ne? Ja, aber ich glaube, das war das für den Mann. Ich riech mal richtig. Ja, das hat einen Männergeruch. Es kann sein, dass es Unisex ist, hat einen Männergeruch. Ja, mal gucken. Entweder kriegt es wieder Muttis Freund, ne? Aber ich denke, ja, dass der das bekommen wird. Oder, ja, ich denke, wem soll ich sowas sonst schenken, ne? Ja, kriegt der das halt wieder. Genau. Ist ja nicht verkehrt, oder wenn man mal einen Männerbesuch hat und der hat kein Duschgel da. Da hat er immer mal. Also mal, siehst du, da verschlägt dir gleich die Sprache. So, 21. In der 21, The Ritual of Mare, haben wir wieder diese neue Sorte. Ne? Body Mousse to Oil. Sweet Orange and Cedarwood. Okay, ein Body Oil. Ja, da müsste ja jetzt auch das Duschgel da mit drin sein. Das Body Oil hatte ich schon mal gehabt. Oder war es das? Ich glaube doch, das hatte ich schon mal. Das roch ganz gut eigentlich. Also das hat mir wieder besser gefallen wie das Duschgel. Ich weiß gar nicht warum, aber ich fand das nicht schlecht. Aber mal gucken, ich weiß nicht. Ich glaube, meine Schwester fand das toll, den Geruch. Vielleicht kriegt sie das mit, ne? Dann kommt es mit in ihr Weihnachtsgeschenk. Haben wir wieder ein Body Mist. The Rituals Tulip Javanese Yugu. Die Amsterdam Collection, ne? 20 ml ein Body Mist. Oh ja, noch eins. Oh, ich habe ja 10.000 verschiedene Düfte und das ist der pure Wahnsinn, ey. Irgendwie schon wieder wie so ein, naja, wir wollen es mal nicht. Oh ja, oh, das riecht aber auch gut.
Aber dieses Jahr haben wir hier ziemlich viele Body Mists in dem Kalender, ne? Das ist ganz schön viel dieses Jahr. Aber das riecht gut. Doch, das gefällt In mir der auch. 23, die jetzt auch relativ groß ist, ein Tag vor Heiligabend. Und da ist was drin, was ich jetzt so ein bisschen hier vermisst habe. Oh, Baby, Baby, yeah. Du bleibst bei mir. The Ritual of Ayurveda. Balancing Body Cream, Indian Rose und Sweet Almond Öl. Oh, ja. Jetzt bist du doch in der 24. Das Duschgel da zu drin sein. Da bin ich glücklich. Aber ich glaube, da ist eine Handcreme drin, glaube ich. Von The Ritual of Ayurveda. Oh, aber das ist so toll. Und ich liebe diesen Duft. Das, wie gesagt, das ist mein absoluter Lieblingsduft. Oh, ich liebe diesen Duft. Das ist wirklich, Ayurveda ist meins. The Ritual of Ayurveda, da kommt nichts dagegen an. Ne? Das ist wirklich so genau mein Ding. Soll sogar eine richtig reichhaltige und nährende Körpercreme sein. So steht es hier oben. Die soll richtig gut sein. Oh ja, Baby. Oh ja, Baby. Die wir hier unten haben. Eine große, eine große, eine große. Okay. Richtig groß. Haben wir. Aha. Natürlich, Handcreme hat ja bis jetzt hier so gefehlt in dem Kalender, ne? The Ritual of Jing, Relax and Stand Care Handlotion. 70 Milliliter für alle Hauttypen. Das ist, glaube ich, eine Originalgröße. Ja, da haben wir jetzt die eine Originalgröße. Okay. Ich habe jetzt vor kurzem aufgebraucht von hier von Rituals Ayurveda. Die Handcreme, oh, die war auch toll. Ich habe so geweint, als sie alle waren, ne? Aber. Ich muss mal gucken, wie der Duft ist. Schnell pflegende Handlotion. Oh, schnell pflegende. Die ist aber nicht so toll. Also ich finde die jetzt vom Geruch her nicht so toll, muss ich sagen. Nö, ist jetzt nicht so meins. Schade eigentlich, da habe ich mehr die 23 gefeiert. Das war genau mein Ding, aber diese Handcreme hier. Aber, ja, es ist nicht so. Ja, der Duft, wisst ihr nicht. Ich habe genug andere Handcreme da. Die haut mich jetzt nicht so um. Es ist eigentlich ein relativ, es ist vielleicht eine gute 24, weil es mein Originalprodukt ist wahrscheinlich. Aber ist nicht so meins. Naja, dann wird die weiter wandern. Weil, wie gesagt, ich habe andere Handcremes da. Und kleinere Tuben, ich bin so ein Fan von kleineren Tuben geworden, aber pss, die kleiner Umweltsünder. Aber dann sind sie schneller aufgebraucht, weil ich halt gern Neues ausprobiere. Ja, die wandert weiter, ne? Okay, gut. Ich finde den Kalender toll. Großen und Ganzen, ich finde den richtig gut. Wir haben heute auch mal, heute vor allen Dingen, wir haben auch mal Gesichtspflege hier so ein bisschen mit drin. Das war ja echt total, ne? Also da bin ich richtig froh drüber, muss ich mal gucken. Und ja, ich finde den gut. Ich bin gespannt auf den Großen, wie der denn so ist, den ich jeden Tag im Dezember für mich aufmachen werde, zum Überraschen. Ich werde mir auch kein Unboxing angucken, nein. Ich werde kein Unboxing angucken, nein. Ich will mich ja überraschen lassen und gucken, was so drin ist, ne? Aber ich glaube, wenn man den so aufbaut, wird man da, glaube ich, schon ein bisschen was sehen. Und das ist halt ein bisschen doof. Und hier hat man dann halt Überraschung, weil das siehst du ja hier nicht, ne? Das ist ja so, ja. Okay, aber wie gesagt, ich freue mich über den Kalender, ich freue mich über die Kerzen. Mal gucken, durchgehend brennen lassen, wie ich ja schon mal erwähnt habe. Und ja, schreibt mir gerne mal eure Meinung in den Kommentaren, was ihr zu dem Kalender sagt, ne? Und ansonsten würde ich sagen, das war's von mir, ne? Lasst einen Daumen nach oben da, wenn dir dieses Video gefallen hat. Und Liebe da lassen und ich rieche hier. Ach, 10.000 verschiedene Düfte. Hier zum Schluss blende ich dir ein meine Playlist von den ganzen Adventskalender-Unboxing dieses Jahr. Hier siehst du meinen Kanal, den kannst du völlig kostenlos abonnieren, da würde ich mich richtig drüber freuen. Hier unten siehst du den aktuellsten Upload und mal gucken, irgendeinen Videovorschlag. Und ich sage jetzt Tschüssi, es war mir heute wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni.